Seit Frühling 2022 führt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ein Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der rechtsextremen Hooligan-Gruppe Unsterblich Wien wegen des Verdachts auf nationalsozialistische Wiederbetätigung. Am Mittwoch wurden bei der Hausdurchsuchung, die von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnet wurde, bei der Gruppe nun zahlreiche NS-Devotionalen sichergestellt, wie das Innenministerium am Freitag in einer Aussendung bekannt gibt. In der Hooligan-Szene besteht eine allgemein hohe Gewaltbereitschaft. Wenn diese Gewaltbereitschaft auf Rechtsextremismus trifft, entsteht eine sehr gefährliche Lage, die dank der Ermittlungen entschärft wurde, sagte Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit. Bei 13 Personen ordnete die Staatsanwaltschaft demnach 7 Hausdurchsuchungen sowie sofortige Einvernahmen und Sicherstellungen an. Bei den Verdächtigen sind zahlreiche NS-Devotionalen, Kutten, Waffen, Handys, Datenträger und kleine Mengen an Drogen sichergestellt worden, hieß es weiter in der Aussendung. Eingeleitet wurde das Ermittlungsverfahren letztes Jahr, weil Angehörige der Gruppe seit November 2021 immer wieder öffentlichkeitswirksam mit den Lederkutten, Jeans oder Lederwesten, wie sie auch in Motorrad- oder Rockerclub getragen werden, zu sehen waren. Es besteht der Verdacht, dass die handelnden Personen durch das Öffentliche zur Schau stellen, der stilisierten NS-Symbole gezielt nationalistisches Gedankengut verbreiten wollten. Bereits in der Vergangenheit sei die Gruppe im Zusammenhang mit Rechtsextremismus aufgefallen. Zahlreiche Mitglieder hätten eine eindeutig neonazistische Gesinnung, heißt es in der Aussendung. Die Ermittlungen würden noch andauern. Es ist nicht das erste Mal, dass gegen die Gruppe ermittelt wird. Im September 2011 ermittelte die Staatsanwaltschaft Wien gegen Mitglieder von Unsterblich, weil diese auf Video dokumentiert beim Einmarsch ins Stadion Hitlergruß und Kühnengruß zeigten. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt. 2015 wurden im Prozess um den Sturm auf das Ernst-Kirchweger-Haus in Wien 2 Hooligans wegen Hausfriedensbruch, einer zusätzlich wegen Körperverletzung zu 12 bzw. 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. 5 Mitglieder der Gruppe wurden damals mangels Beweisen freigesprochen.